Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch die aktuelle Methode zeigen, wie man sich noch verglitschen kann. Heute war Donnerstag und Donnerstag ist ja bekanntlich Patchtag und somit wurden leider auch die Verglitch-Methode am LSK-Meet gepatcht. Ich glaube auch die Methode am Nachtclub, die wurde auch gepatcht. Die habe ich eben 10-15 Mal probiert und es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und ja, für die neue Methode braucht ihr auf jeden Fall eine Firmengarage. Ihr braucht dann auch einen Nachtclub mit einer B2-Garage. In der B2-Garage müsst ihr dann irgendein Auto drin stehen haben, welches Auto, das ist völlig egal. Und ja, ebenso braucht ihr dann auch einen Freund. Der Freund sollte sich dann in eure Sitzung dann begeben, sich dann schon mal in sein Apartment reinbegeben und dann in Job für einen Titan. Und geht dann eben noch ins Interaktionsmenü, geht dann auf Markierung ausblenden, dann geht ihr auf Jobs alle auf eigen ein. So, wenn ihr das alles dann vorbereitet habt, dann begibt ihr euch einfach zu eurer Firmengarage. So, seid ihr in der Firmengarage angekommen, dann geht einfach zum Fahrstuhl, dann drückt einfach auf Büro betreten, direkt auf Start, Options und dann tut ihr irgendeinen Job in der Nähe beitreten. Falls er stehen sollte, derzeit nicht verfügbar, dann müsst ihr es einfach nochmal neu machen. So, im Jobmenü angekommen, können wir den dann ganz einfach wieder verlassen. So, und ihr seht, wir sind jetzt gefreeze gespawnt, jetzt kommt unser Freund ins Spiel. Jetzt müssen wir einmal unserem Freund beitreten, der sich in einem Job für einen Titan befindet. So, und wir sagen jetzt unserem Freund Bescheid, dass er den Job verlassen kann. Und unser Freund muss dann Bescheid sagen, dass er den Job verlassen hat. Und wenn er ihn verlassen hat, dann können wir ganz einfach alle Meldungen dann bestätigen, die jetzt kommen. Einfach mit X bestätigen. Ihr seht, jetzt sind wir wieder Endfreeze, das ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes begeben wir dann uns zu unserer Nachtclub-Garage. Wir fahren einfach zur Nachtclub-Garage hin. Und dann fahren wir einfach in die Nachtclub-Garage B2 rein und ihr seht, wir haben dann so einen flackernden Hintergrund, ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt müssen wir nur noch aus dem Auto aussteigen mit Dreieck. Und jetzt kommt unser Freund ins Spiel nochmal. Er muss uns jetzt in sein Apartment einladen. Wir nehmen die Einladung einfach an. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder spawnen wir jetzt blinkend in seinem Apartment. Das heißt, dass wir dann auf jeden Fall dann jetzt schon verglitscht sind. Und falls wir nicht blinkend spawnen sollten, ist auf jeden Fall auch nicht schlimm. Dann sollten wir spätestens dann blinken, wenn wir aus seinem Apartment rausgehen. Okay, ich blink jetzt nicht, ist auf jeden Fall nicht schlimm. Wir gehen aus dem Apartment raus und spätestens jetzt sollten wir dann blinkend spawnen. Und ja, wenn wir dann blinkend gespawnt sind, dann sind wir auf jeden Fall auch schon verglitscht. Und somit hat der Glitch funktioniert. Und ja, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.